Ist kein Problem, dafür sind jetzt andere Häuschen bei ihm schutzloser. Er hat zwei Superritter da drin. Sind jetzt, sie haben einen Sieg errungen, okay. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Mach mehr so die Talstraßen. Aber hier können wir nach Rohstoffen suchen. Das kann eine Alternative sein. Also man kann das machen. Oder um mit Jim Rayner zu sprechen, das könnte gut werden. Heißt es im Englischen, this is gonna be good. Heißt, sagt er, glaube ich, oder sowas ähnliches. Schön finde ich im Deutschen diese Betonung. Das könnte gut werden. So. Was macht denn da eigentlich? Ja, da tut sich nichts. Da ist zumindest schon mal der Schibber. Der Planierer, der Bulldozer quasi. Dozer. Dozer hieß doch der eine bei Matrix. Ja. Der erschossen wurde, ne? Wurde der nicht erschossen? Erster Teil? Ersten Teil habe ich noch geguckt. Ja, ja, der ist auf jeden Fall draufgegangen. Die sind ja alle draufgegangen irgendwie im ersten Teil, oder? Der wurde, glaube ich, mit dem Plasma-Teil erschossen oder so, ja. War das nicht der von dem Verräter erschossen wurde? Genau, der Bruder vom Operator. Und dann gab es ja noch der in der Matrix erschossen wurde, Maus. Der war cool mit seiner roten Frau. Genau. Der war cool. Wusstest du, dass es ursprünglich noch einen weiteren Charakter gab? Es kommt mir zumindest grundsätzlich bekannt vor. Vermutlich hast du mir das in Folge 2 von Historyline schon mal erzählt. Ich habe es schon wieder vergessen. Genau. Nein, Cable gab es noch. Der hat so ist mit Maus rumgehangen. Ich habe nämlich die nicht ganz finale, sondern etwas frühere Version des Drehbuchs mal irgendwo. Ist mal so vom Laster gefallen. Die ist geleakt, wie das heute so schön heißt. Genau, schon lange her. Und da tauchte eben noch dieser zusätzliche Charakter Cable auf, den man dann rausgestrichen hat. Aber wenn du dir das Drehbuch anschaust, es war eine gute Entscheidung, weil ich meine, Maus hat schon wenig. Woran erinnert man sich bei Maus? An die rote Frau. Ja, was auch sehr cool war. Ja, und bei Cable hättest du dich halt an nichts erinnert. Und sie haben, glaube ich, die Sätze, die Cable hatte, dann irgendwie noch Maus gegeben oder so, aber insofern. Die Siedlung wird angegriffen. Jetzt wird er aber ein bisschen aufmüpfig hier. Interessanter ist, dass er an dieser Stelle, da muss der noch irgendwo, muss der da noch Kräfte haben. Ich frage mich nur, welche und woher. Na, hier kommt einer raus. Der nimmt so die Reste, kratzt da noch zusammen. Nur, dass er da ja keinen Nachschub bekommen kann. Ja, er macht das nicht strategisch günstig, ne? Mhm. Die Ritter haben hier den Kampf verloren. Ja, der greift einfach nur stupide irgendwie was an. Angeluk hat Kohle gefunden. Oh, eine große Kohle. Guck mal. Drei Graniten. Aber der Wegtransport ist nicht gut da, oder? Also es liegt zumindest relativ viel da. Und hier geht es nur um diese eine Weg nach da. Nach da wird auch. Da ist ein Ritter unterwegs. Wir könnten mal
Da kann man noch so einiges verbinden hier, glaube ich. Eisen. Ah, direkt an der Grenze. Gold. Oh, großes Gold. Großes Gold. Großer Badabum. Mächtiger Badabum hieß das doch. War das nicht Episode 6? Mächtiger Badabum oder wo war das? Episode 6 glaube ich nicht. Bei den Ewoks? Glaube ich nicht. Guck mal, hier ist eine große Kohle. Wieso hast du die noch nicht gedingst? Ja, mach doch mal. Weil die gerade erst gefunden wurde. Jetzt kommen wir nicht sagt, so. Er sagt, ein Geologe hat Kohle gefunden. Und da hast du jetzt schon gebaut. Es mimübt hier ständig. Ja, wir gewinnen. Ja, hier ist die Grenze. Da kann ich noch nicht. Oh, ein großes Eisen. Mal den Pick weg. Nee, geht auch nicht. Soll ich daneben eine machen? Warte noch, bis er da was gefunden hat, oder? Setz einfach. Warte noch, ich würde es noch gar nicht verbinden. Da kommt gleich noch was. Warte mal ab. Ich würde mal mir noch einen Timer setzen. Ein Timer. Oh, Kohle. Na, aber auch. Kohle gefunden. Oh, guck mal, da hat er Gold. Beim Gegner. Ja. Können wir da nicht was machen? Nee. Da steht ein Ritter rum. Da steht noch einer rum. Steht ein Ritter? Steht ein Ritter? Steht ein Ritter rum? Das ist unglaublich. Guck mal, Dennis, was hast du da jetzt angestellt? Ich weiß es auch nicht. Warum kämpfen die da schon wieder alle? Immer. Immer alle. Hast du den so massiv unter Druck gesetzt da jetzt? Ja, weil die ja hier... Oh, da ist gerade ein Holzbrett geliefert worden. Sehr gut. Und da kommt das nächste Holzbrett, um die Kohlenmine fertig zu machen. Und da Nahrung und hier Stein. Also wir produzieren Stein wie blöd. Ja. Und da kommt das Gold für die Ritterhäuschen. Und Eisen haben wir eigentlich auch genug. Und hier, die Schmelzen werden beliefert. Hat sogar geblubbert. Sie haben einen Sieg errungen. Goldminen. Links oben Goldmine. Da. Nee. Wie? Da. Ah. Ja, dann. Ich mach doch mal. Dann. Ich pause dann. Mach du doch. Willst du auch die Eisenmine haben, oder? Mach einfach alles. Mach mal haben. Mach du doch auch mal. Eigentlich ist das ja nicht meine Aufgabe. Eigentlich sind wir ein eingeschworenes Spitzenteam, solange ich nichts arbeite. Jetzt überlegt er, man hört richtig, wie er denkt. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, Dennis. Ja, ist in Ordnung. Genau. Denk an die Ressourcenverschwendung. Wolltest du da nicht noch einen suchen lassen, da oben, wo das Eisen war? Hab ich doch. Wo ist denn der? Der arbeitet nichts. Der da direkt da. Der arbeitet doch nichts. Der schafft nichts. Ich sehe das ganz kritisch da. Das ist eine Baustelle. Zwei Baustellen. Was brennt denn da? Ein Wachhäuschen. Ja, da ist ja die Dichte relativ dicht. Ich habe jetzt mal versucht auszudünnen, aber ich muss was zugeben. Was ist denn da? Da sind jetzt zwei direkt nebeneinander. Ne, das sind Lagerhäuser, Entschuldigung. Ach so. Ich hatte noch. Also das ist schon ein bisschen grenzwertig, was wir da an Häuschen haben. Ja, aber das Problem ist, wenn wir nicht nah am Feindesland sein wollen,
wo wir was abreißen, wird es dann schon kritisch, wo es was ist, weißt du? Ist alles immer gleich in der zweiten Reihe. Hm. Ich finde es hier Wahnsinn mit diesem, was hier an Granit rumliegt und rumgeschleppt wird. Wie viel haben wir denn jetzt davon? 603. Gut, wir haben auch 563 Eisen. Und 29 Schilde. Was war ich hier? Lagerhalle. Ich glaube, die Baustelle. Ist die schon fertig gebaut? Nee. Ich habe die vor zwei Sekunden erst gemacht. Ich habe gedacht, warum ist denn da eine Baustelle? Wird ja nichts gemacht. Komm, reiß es mal ab. Nein, ich habe mir gedacht, es macht Sinn, da mal eine zu haben, weil da ist nichts in der Nähe, aber auch gar nichts. Und da du da Granit baust, abbaust wie irre, und da dachte ich mir, das ist vielleicht keine schlechte Idee. Wenn das mal da zwischenzulagern. Rennen die jetzt schon wieder hin? Ja, würdest du nicht massiv hier immer angreifen, jeden? Ich immer alle. Ist schon in Ordnung. Ja, ich lass es ja. Ah. Voll besetzt. Da läuft noch ein Ritter im Feindesland rum, Hagen. Was machen die drei denn da? Sich ausruhen? Im Feindesland? Inmitten von den ganzen Wusel. Es könnte sein, dass sie vielleicht versuchen, den anderen auch anzugreifen. Es könnte sein. Es könnte gut werden. Hm. Guck mal. Jawohl. Das ist ein Sieg. Jawohl. Ah. Wo waren das? Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass es direkt schlagartig relativ dünn wurde. Jawohl, das war der letzte. Und damit müssten eigentlich hier. Siehst du, da gehen die Rekruten raus und gehen zurück ins Lager. Ja, sehr gut. Eine gute Strategie. Sehr gut. Hier sind nur noch diese beiden. Da laufen so viele Ritter rum. Ja, greifst du da an oder? Ja. Gut. Mit mehreren. Weil wenn Wellen. Wenn wir die hier noch wegbekommen, dann haben wir auch hier wieder. Ja, deswegen versuche ich, aber wir haben mehrere Wellen losgeschickt, du und ich. Hm. Also eigentlich nur ich, wenn wir gewinnen, aber du und ich, wenn wir verlieren. Ja. Haben die da losgeschickt, aber die kommen nicht durch. Weil sie dort abgefangen werden von den vielen Leuten, die da rumwuseln, oder wie? Oh, unser Bärtiger kriegt gerade einen auf die Nase. Guck mal, dafür ist hier ein neues Häuschen fertig geworden. Das ist schon länger fertig, aber wir haben keinen Ritter zum Besetzen. Aber jetzt gerade nur noch 10%. Zum Monitor. Gibt ja so Video-Überblendeffekte. Einmal die Welle. Jetzt möchtest du auch einen Pfefferminz-Drops? Nein, danke. Ich werde nämlich heute Gamescom-technisch total verwöhnt beim Dennis. Auch mit Pfefferminzchen. Aha. Für den frischen Atem bei der Siedlerpartie im Endschuh. Was hier an Kohle? Na, ist doch irgendwo. Na, komm, ich mach jetzt da eine Mine hin, da wird schon passen irgendwie. Genau, wir hätten da zwar Gold gekriegt, aber. Da ist noch Eisen. Unsere Ritter haben es übrigens nicht gepackt, das Häuschen einzunehmen. Blöd. Da
Da laufen aber immer noch Ritter rum. Zufall. Ja, ja, Hagen. Reiner Zufall. Reiner Maria Unsinn. Du hast aber ja hart kritisiert, dass ich da ein Lagerhaus nochmal baue. Also, das musst du dir nur mal geben, ja? Das ist die Landkarte unserer Lagerhäuser. Mhm. Und das da wolltest du gerade abreißen. Ja. Das da, wo nichts, aber der komplette obere Teil der Landschaft ist leer. Oh ja. Und es ist schon planiert, das ging jetzt ratzfatz. Das ging ja wirklich. Oh, hier wird, guck mal, da wird produziert. Was ist denn eigentlich hier jetzt? Okay, da wird gebaut. Da, ah, da ist schon. Da warten wir allerdings. Oh, da kommt gerade. Da kommt er. Ja, kommt er. Ja, er kommt. Mit der Maske. Der. Der atmet den schwarzen, beißenden Kohlerauch ein. Und zieht ihn durch die Nase durch. Und spuckt das Schwert aus. Ein Schwertspucker. Ja. Dennis, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Drück mal. Jetzt haben wir einen Sieg errungen. Ja, sehr gut. War das der rechte oder der linke? Der rechte. Dennis, die waren dauernd unter Druck. Lasse doch nochmal stehen. Ja, außerdem, wenn wir es abreißen, verlieren wir das Gold, was da drin ist. Ein Ritter hat ein neues Gebäude besetzt. Wie lange habe ich diese Nachricht schon nicht mehr gehört? Wir verlieren das Gold. Okay. Ich habe ungefähr 10 Burgen abgerissen. Burgen? Ja. Die dicken. Ich habe nicht ans Gold gedacht. Mhm. Ja, man verliert halt. Manchmal verliert man, manchmal reißt man einfach das Gold ab.